Herzlich willkommen zum MINT-Festival der Universität Jena. Schön, dass ihr euch für diesen Vortrag interessiert, bei dem ich euch einiges erzählen werde über den Amazonas-Regenwald und über ein ganz besonderes Forschungsprojekt dort, das Amazon Tall Tower Observatory. Ich möchte euch im ersten Teil des Vortrages erstmal ein bisschen was über mich erzählen und dann möchte ich euch mitnehmen auf eine Reise in den Amazonas. Ich werde euch das Forschungsprojekt ATTO vorstellen und dann noch etwas zur Bedeutung des Amazonas sagen. Im zweiten Teil des Videos werde ich euch dann die Forschung, die wir in diesem Projekt durchführen, etwas genauer darstellen. Ich werde über die Forschungsziele und dann über die verschiedenen Aspekte unserer Forschung sprechen. Damit aber erstmal über mich. Mein Name ist Iris Möbius und ich bin hier in Jena geboren und aufgewachsen. Ich bin erst auf die Südschule und dann auf das Adolf-Reichwein-Gymnasium gegangen. Geografie war immer schon mein Lieblingsfach in der Schule und ich wollte auch irgendwie immer was mit Umwelt machen. Also habe ich mich entschlossen, Geologie zu studieren. Habe das auch hier an der Uni Jena gemacht. Das war eine tolle Zeit, auch wenn ich eine der wenigen Frauen in dem Studiengang war. Aber es war ein sehr kleines Studienfach und man hatte sehr viel Praxis und auch sehr viel persönlichen Kontakt zu den Dozenten, was echt super war. Nach einem Auslandssemester wollte ich dann aber unbedingt raus aus Jena und habe mich dann entschlossen, an der Uni Frankfurt zu promovieren und habe da Meeressedimente von vor 40 Millionen Jahren untersucht, um das Klima dieser Zeit zu rekonstruieren. Ich habe dann auch noch ein Jahr als Wissenschaftler an der Columbia University in New York gearbeitet und habe aber über die Zeit immer mehr festgestellt, dass Wissenschaft irgendwie doch nicht so das Richtige ist für mich, obwohl das eigentlich mal mein Plan gewesen war. Ich habe gleichzeitig aber gemerkt, dass ich sehr gerne über Wissenschaft rede und dass das noch viel zu wenig gemacht wird. Also habe ich beschlossen, mich in die Wissenschaftskommunikation umzuorientieren. So ein Quereinstieg ist aber gar nicht so einfach. Mit viel, viel Ausdauer und auch einem Quäntchen Glück habe ich es dann aber geschafft, ein Volontariat bei einer PR-Agentur in Berlin zu ergattern, wo ich dann noch die nötige Erfahrung in dem Bereich gesammelt habe. Und mit einem weiteren Quäntchen Glück ist es mir dann gelungen, 2018 hier eine Stelle am Max-Planck-Institut in Jena in Biogeochemie zu ergattern in meiner Heimat, um wieder zurückzukommen, was ich auch sehr gerne wollte, und jetzt über ein ganz, ganz tolles Projekt zu kommunizieren, zu dem wir nun kommen. Dazu müssen wir aber Deutschland verlassen. Wir fliegen von Deutschland einmal quer über den ganzen Atlantik bis in den Amazonas. Dort befindet sich die Millionenstadt Manaus, von der ich zumindest zum ersten Mal bei der Fußball-WM in Brasilien gehört hatte. Um aber von Manaus zu unserem Observatorium mitten im Regenwald zu gelangen, müssen wir erst noch eine lange Reise auf uns nehmen. Zuerst geht es mit dem Auto noch über gute asphaltierte Straßen etwa 3 Stunden nach Norden und dann nach Osten. Dann verlassen wir irgendwann die Asphaltierten und es geht weiter über Schotterpisten bis zu einem kleinen Hafen. Dann geht es auf dem Fluss Uatuma, einem Zufluss des Amazonas, noch einmal eine Dreiviertelstunde flussabwärts. Angekommen in unserem kleinen Porto Atto müssen wir dann mit einem Truck nochmal über einer Schotterpiste etwa 15 Kilometer tief in den Wald hinein. An Atto angekommen geht es dann einen kurzen Spaziergang vom Camp zum Turm und es bietet sich diese tolle Aussicht. Immer weiter erstreckt sich der Turm über das Blätterdach des Amazonas. Und hier könnt ihr den Turm nochmal in vollster Schönheit sehen. Aber was ist eigentlich genau ATTO? ATTO steht für Amazon Tall Tower Observatory, also ein Observatorium mit einem hohen Turm im Amazonas.
Es handelt sich dabei um ein Gemeinschaftsprojekt von Wissenschaftlern in Deutschland und Brasilien hauptsächlich, an dem insgesamt etwa 200 WissenschaftlerInnen beteiligt sind, die hauptsächlich an Instituten in Deutschland und in Brasilien arbeiten, zum Beispiel hier in Jena im MPI für Biogeochemie oder in Manaus am Institut für Amazonasforschung. Insgesamt sind aber mehr als 22 Einrichtungen beteiligt. Die ForscherInnen, die da mitforschen, kommen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen und Fachrichtungen. Sie haben zum Beispiel Biologie, Chemie, Physik, Meteorologie oder Ökologie studiert. Aber es würde auch nicht gehen ohne die Unterstützung von vielen Technikern, Laboranten und Ingenieuren. Es sind also nicht nur studierte Wissenschaftler an dem Projekt beteiligt. Hier kriegt ihr mal einen kurzen Überblick darüber, wie das Observatorium eigentlich aussieht. Wir haben hier den großen Turm, dann noch zwei weitere kleine Türme, viele Labore und ein Camp, in dem die Wissenschaftler untergebracht sind, wenn sie dort vor Ort sind. Das Projekt hat 2010 seinen Anfang genommen mit der Erschließung der Lokation im quasi unberührten Regenwald. Es wurde dann der erste 80-Meter-Turm gebaut und die ersten Messungen konnten losgehen. Wir haben also Langzeitmessungen an Atto, die seit 2011 laufen. Der große Turm wurde dann 2014-15 gebaut. Die Messreihen, die wir von dort haben, sind also noch nicht ganz so lang. Ja, wie ihr ja schon gesehen habt, ist der Turm wirklich sehr, sehr groß. Aber wie groß eigentlich genau? Die Antwort lautet 325 Meter. Das ist ein kleines bisschen höher wie der Eiffelturm. Er ist aus Stahl gebaut und wiegt 142 Tonnen. Damit er nicht umfällt, wurden Stahlseile gespannt, um ihn zu fixieren. 26 Kilometer Stahlseile. Bis zur Spitze sind es 1500 Stufen und es dauert etwa eine Stunde, um hinaufzusteigen. Belohnt wird man mit einer fantastischen Aussicht über den Regenwald und in meinem Fall etwa 5 Tagen Muskelkater. Neben dem großen Turm gibt es, wie erwähnt, auch schon zwei kleine Türme, die, wie ihr aber seht, auch noch weit über das Kronendach des Regenwaldes hinausreichen. Das hier ist der sogenannte Walk-Up Tower, der wie der große Turm auch Stufen hat, also relativ leicht zu besteigen ist. Und das ist unser Mast, der nur mit Kletterausrüstung bestiegen werden kann. Und an allen Türmen sind Instrumente installiert, die Daten für uns sammeln. 80 Meter sind die beiden Türme hoch. Zur Vorstellung, das ist etwa so hoch wie der Kirchturm der Stadtkirche in Jena. Wir haben aber eben auch noch viele weitere Infrastruktur an Atto, zum Beispiel viele Labore. Die sind in Schiffscontainern angelegt, denn die sind wasserdicht und können klimatisiert werden, denn viele unserer Messinstrumente mögen die hohe Luftfeuchtigkeit im Regenwald nicht. Dann haben wir noch unser Camp. Hier könnt ihr einmal die Küche sehen. Dort kocht unser Koch für uns dreimal am Tag super leckeres Essen, teilweise sogar mit Fisch, der aus dem nahegelegenen Fluss gefangen wurde, oder mit Früchten, die direkt vor Ort im Regenwald wachsen. Das sind zum Beispiel Bananen, Ananas, oder auch Cashewfrüchte, von denen ich vorher auch noch nie was gehört hatte. Ich kannte nur die Nüsse. Dann sind hier unsere Sanitäranlagen. Da gibt es Duschen und Toiletten mit fließendem Wasser und teilweise sogar mit warmem Wasser. Und hier hinten ist unser Schlafsaal. Da hängt dann jeder seine Hängematte auf. Denn Matratzen würden bei der hohen Luftfeuchtigkeit sofort verschimmeln. Und auch Insekten würden da wahrscheinlich ständig darüber krabbeln. Solche Hängematten sind aber viel bequemer, als man vielleicht denken würde. Bevor wir nun zur Forschung kommen, möchte ich aber eine ganz wichtige Frage mit euch klären. Warum ist der Amazonas eigentlich so wichtig und warum sollten wir ihn überhaupt erforschen? Warum forschen wir nicht in den Wäldern hier vor Ort? Diese Frage hat viele Antworten. Ich möchte nur auf ein paar wenige hier eingehen. Der Amazonas ist der größte tropische Regenwald dieser Erde. 307 Milliarden Bäume stehen in diesem Regenwald. Das ist eine unvorstellbar große Zahl. Für jeden Menschen auf der Erde stehen im Amazonas 40 Bäume. Damit ist der Amazonas auch das Zuhause von Millionen von Tier- und Pflanzenarten. Es ist die Region auf der Erde und an Land mit der größten Artenvielfalt überhaupt. 2,5 Millionen Insektenarten gibt es im Amazonas und zum Beispiel 1500 Vogelarten. Und damit ist der Amazonas auch Lebensraum für nicht nur Tiere und Pflanzen, sondern auch für sehr viele indigene Völker, die schon seit Tausenden von Jahren im Amazonas leben. Das zu schützen ist wichtig und lohnenswert. Denn nicht nur leben diese Pflanzen dort, sondern sie können uns auch Heilmittel zur Verfügung stellen.
Sehr viele Heilmittel werden tatsächlich aus Pflanzen im Amazonas gewonnen. Das Problem ist nur, dass wir die meisten Pflanzen überhaupt noch nicht erforscht haben. Viele Krebsheilmittel werden aus Pflanzen, die im Amazonas wachsen, gewonnen. Aber je mehr Regenwald abgeholzt wird, desto höher ist das Risiko, dass Arten aussterben, bevor wir ihr Potenzial überhaupt erfassen konnten. Außerdem reguliert der Amazonas den Wasserhaushalt des kompletten südamerikanischen Kontinentes. Darauf werde ich dann später nochmal genauer eingehen. Und es sind riesige Mengen an Kohlenstoff in der Biomasse des Waldes und der Böden gespeichert. Insgesamt 250 Gigatonnen Kohlenstoff. Das sind 250 mit 9 Nullen. Eine unvorstellbar große Menge. Zum Vergleich, wir Menschen blasen durch Abgase aus Industrie und Autos zum Beispiel jährlich etwa 9 Gigatonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre. Würde der Amazonas komplett sterben durch den Klimawandel oder weil er komplett abgeholzt wird, dann könnten wir das 1,5 Grad Klimaziel komplett vergessen. Ich hoffe, ich konnte euch davon überzeugen, dass der Amazonas wirklich wichtig ist. Und damit wir ihn erhalten können, müssen wir ihn zuerst viel besser verstehen. So ein großer Turm, das könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen, ist wunderbar geeignet, um Klima- und Wetterdaten auch über lange Zeiträume zu beobachten. Aber das ist nicht alles, was wir dort tun. Wir führen vor allen Dingen auch Grundlagenforschung in ganz vielen Bereichen vor, denn wir befinden uns im quasi unberührten Regenwald. Wir können die Wolkenbildung und Atmosphärenprozesse erforschen, aber auch im Bereich der Ökologie tropischer Regenwälder gibt es noch sehr, sehr viel zu lernen. Wir wollen auch mehr wissen über die Wechselwirkungen und Austauschprozesse zwischen Atmosphäre, Regenwald und Boden. Es gibt zwei Fragen, die eigentlich über allem stehen. Auf der einen Seite wollen wir wissen, wie der Amazonas, der Regenwald, das Klima dort vor Ort, aber auch das Weltklima beeinflusst. Und auf der anderen Seite steht die Frage, wie beeinflussen der Klimawandel und die fortschreitende Abholzung den Amazonas? Bevor ich jetzt zum ersten Forschungsgebiet komme, müssen wir noch eine ganz wichtige Frage klären, die vor allen Dingen für Atmosphärenforschung wichtig ist. Und zwar geht es um die Einzugsgebiete von Luftmassen. Ihr kennt das ja vielleicht vom Grillen oder vom Lagerfeuer. Wenn man den Rauch nicht abbekommen möchte, dann stellt man sich auf die windabgewandte Seite. Und ganz genauso haben wir das hier auch gemacht. Atto befindet sich hier und hier befindet sich Manaus. Die Winde kommen in dieser Region der Erde fast immer aus dem Nordosten, also von hier. Und wir haben uns auf die windabgewandte Seite von Manaus mit unserem Turm gesetzt, weil wir wollen ja den Amazonas messen und wissen, wie er funktioniert und nicht die Abgase der Stadt. Was ihr hier sehen könnt, alles was hier grün ist, das ist quasi noch unberührter Regenwald. Die weißen Flächen, die sind schon nachhaltig vom Menschen geprägt. Und hier diese roten Gebiete, da gibt es sehr viele und sehr häufig Waldbrände. Ihr könnt also sehen, dass die Luft, wenn sie von Nordosten kommt, über Tausende von Kilometern quasi unberührten Regenwald zieht, bevor sie unseren Turm erreicht und unsere Messgeräte. Damit können wir den Großteil des Jahres sehr, sehr saubere Luft messen. Die ist fast so sauber wie vor der industriellen Revolution und damit eine der wenigen Regionen auf der Welt, wo wir solche saubere Luft noch messen können. Damit kommen wir auch schon zu unserem ersten Forschungsgebiet, der Atmosphärenforschung und Meteorologie. Die Wissenschaftler, die in diesem Gebiet forschen, haben in der Regel Physik, Chemie oder direkt Meteorologie studiert. Sie wollen wissen, wie sich die Atmosphäre zusammensetzt. Dabei interessieren uns vor allen Dingen die Gase, die in kleineren Mengen in der Atmosphäre sind, sogenannte Spurengase. Das sind Kohlendioxid, Methan, Lachgas, Ozon, aber auch sogenannte flüchtige organische Verbindungen, die VOCs, auf die ich später nochmal zurückkommen werde. Jetzt bleiben wir aber erstmal bei den Spurengasen wie Kohlenstoff. Hier könnt ihr mal sehen, wie sich der CO2-Gehalt in der Atmosphäre an Atto über mehrere Tage hinweg verändert. Was ihr sehen könnt, ist, dass es sehr große Schwankungen über einen Tag gibt. Und den Grund dafür, den kennt ihr vielleicht schon. Denn Pflanzen betreiben Photosynthese. Während der Photosynthese nehmen sie CO2 aus der Atmosphäre auf. Das tun sie aber nur tagsüber, wenn die Sonne scheint. Den ganzen Tag über atmen die Pflanzen aber auch. Genau wie wir Menschen nehmen sie dabei Sauerstoff auf und geben CO2 ab. Das ist mengenmäßig viel weniger als das, was an CO2 durch die Photosynthese gebunden wird. Aber nachts, wenn sie nur atmen, fällt es dann halt doch ins Gewicht. Und deswegen steigt der CO2-Gehalt nachts und sinkt tags wieder.
Dieser Prozess ist aber eigentlich schon sehr gut verstanden. Wir interessieren uns eher dafür, warum es neben diesen täglichen Schwankungen eben auch noch andere Schwankungen gibt. Denn ihr seht ja, das ist nicht jeden Tag gleich. Aber warum ist das eigentlich so? Hier könnt ihr halt mal sehen, wie Kohlenmonoxid, ein anderes Spurengas, sich bewegt. Das ist eine Modellierung, eine Simulation, die ein Doktorand aus unserem Institut gemacht hat. Wir können messen, wie viel Kohlenmonoxid in der Atmosphäre vorhanden ist. Gleichzeitig messen wir die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung. Mit diesen drei Werten können wir dann rekonstruieren, wo das Kohlenmonoxid entstanden ist und wie es sich über den Amazonas hinweg bewegt hat. Kohlenmonoxid ist ein guter Anzeiger für Waldbrände. Die roten Punkte, die hier also aufploppen, sind Regionen, in denen es vermutlich brennt. Was wir nicht sagen können, ist, ob es sich dabei um natürliche Brände oder um Rodungsbrände handelt. Neben Gasen untersuchen wir aber auch Partikel. In der Corona-Pandemie habt ihr sicherlich alle inzwischen von Aerosolen gehört. Das sind Partikel wie Staub oder Ruß oder eben auch Viren. Es gibt also natürliche Aerosole und solche, die von uns Menschen gemacht werden. Hier seht ihr ein Messgerät, das Aerosole misst, das auch an der Spitze unseres großen Turmes installiert ist. Das Wichtigste an diesem Gerät ist eigentlich dieses kleine Inlet. Das saugt die Luft mit den Aerosolen ein und über lange Rohre werden sie an den Boden der Forschungsstation geleitet. Dort gibt es einen Laborcontainer, in dem das Messgerät steht. Denn das ist auch wieder eins dieser Messgeräte, das die hohe Luftfeuchtigkeit überhaupt nicht leiden kann. Deswegen steht es im klimatisierten Container und analysiert da, in welchen Konzentrationen die Aerosole vorliegen und welche es sind. Hier seht ihr mal einen solchen Graphen, der die Konzentration von Ruß zeigt. Jedes Jahr in der Trockenzeit kommt es im Amazonas zu Bränden. Nicht nur zu Rodungsbränden, sondern auch zu natürlichen durch die Trockenheit. Da steigt die Rußkonzentration, denn bei Bränden entsteht Ruß. Aber im Jahr 2015-16 kam es zu dem Klimaphänomen El Niño, von dem ihr vielleicht auch im Geografieunterricht schon mal gehört habt. Dieser El Niño führt im Amazonas immer dazu, dass es extreme Trockenheiten gibt. Und dadurch kam es zu einer sehr, sehr starken Dürre. Und das wiederum hat dazu geführt, dass die Rußkonzentration wirklich extrem stark gestiegen ist in diesem Jahr. Weiterhin wollen wir wissen, welche Prozesse sich innerhalb der Atmosphäre abspielen. Wir wollen wissen, wann und warum die Atmosphäre vielleicht gut geschichtet ist und wann es zur Durchmischung kommt. Denn nur wenn die Atmosphäre gut durchmischt ist, können Partikel, Aerosole, die der Amazonas freigibt, auch in die höheren Atmosphärenschichten transportiert werden. Und wir schauen uns auch Langstreckentransporte von Partikeln an. Wir wollen wissen, wo sie herkommen und wo sie hingehen. Hier seht ihr eine Weltraumaufnahme der NASA, wo man sehen kann, wie Staub von der Sahara über den kompletten Atlantik bis in den Amazonas transportiert wird. Wenige Tage später können wir diesen Staub an Atto messen. Und solche Staubwolken gibt es mehrfach im Jahr. Sie führen unter anderem dazu, dass der Amazonas überhaupt so divers sein kann, denn ganz viele wichtige Nährstoffe, die es im Amazonas eigentlich nicht gibt, werden über diesen Staub in den Amazonas gebracht. Wir können aber nicht nur den Staub messen, sondern auch andere Partikel, zum Beispiel Waldbrände in Afrika oder auch Vulkanausbrüche. Und wir interessieren uns auch, wie ich auch vorhin schon mal erwähnt habe, für die Wolkenbildung. Wolken sind unglaublich komplex und noch sehr wenig verstanden und wir wollen wissen, wann sie sich bilden, warum sie sich bilden, was für Wolken unter welchen Bedingungen entstehen. Hier habe ich mal ein Zeitraffer-Video mitgebracht, das auf der Spitze des Hohen Turms mit einer GoPro aufgezeichnet wurde. Und ihr könnt dort sehr schön sehen, wie Wolken sich bilden, wie sie sich auflösen und wie sie in verschiedenen Höhenlagen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ziehen. Wie ihr sehen könnt, ist der Turm so hoch, dass wir uns sogar über einigen dieser Wolkenschichten befinden. Und selbstverständlich beobachten wir auch meteorologische Daten, also Klima- und Wetterdaten. Hier habe ich mal einen kleinen Graph mitgebracht, der aus einem Monat im Herbst 2019 Temperatur und Luftfeuchte zeigt. Wie ihr seht, ist die Temperatur tagsüber eigentlich fast immer über 30 Grad und sinkt auch nachts selten unter 25 Grad. Die Luftfeuchte liegt eigentlich auch immer so im Bereich zwischen 70 und 80%. Und das ist in der Trockenzeit. In der Regenzeit
ist die Luftfeuchte noch viel höher und es verschimmelt eigentlich alles, was nicht niedernagelfest ist. Damit möchte ich jetzt zum nächsten Themengebiet kommen, zum nächsten großen Komplex, den eher biologischen Themen. Die Wissenschaftler, die in diesem Bereich forschen, haben entweder Chemie, Biologie, Ökologie oder andere verwandte Fächer studiert. Wir wollen zum Beispiel herausfinden, wie anfällig oder resistent der Wald gegenüber bestimmten Extremereignissen ist, zum Beispiel Stürmen oder Dürren. Ihr könnt hier sehr schön sehen, dass es im Amazonas sehr häufig zu ganz regionalen Gewittern kommt, hier und hier. Die sind wirklich auf ganz, ganz kleinem Raum, aber in diesen Gebieten kommt es innerhalb von kürzester Zeit zu massiven Starkregenereignissen und extrem hohen Windgeschwindigkeiten. Das führt dann zu Windwurfereignissen. Dabei werden ganze Regionen des Regenwaldes quasi umgenietet und wir möchten herausfinden, wann es dazu kommt, dass Bäume entwurzelt werden oder umknicken und wann nicht. Und wir wollen auch wissen, was für Pflanzen sich nach solchen Ereignissen dort wieder ansiedeln. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass die Pflanzen, die diese Regionen wieder besiedeln, sogenannte Pionierpflanzen sind. Die sind besonders anspruchslos und wachsen sehr schnell. Aber sie speichern auch weniger CO2 wie die großen, dicken Hartholzbäume, die dort vorher standen. Das ist also potenziell schlecht für den Klimawandel. Denn je häufiger solche Ereignisse passieren und je mehr Wald durch Windwürfe stirbt, desto weniger Hartholzbäume, die sehr viel CO2 speichern, wachsen nach. Wir wollen aber auch wissen, was für Strategien die Pflanzen anwenden, um in diesem Lebensraum zu überleben. Es ist grundsätzlich so, dass Pflanzen nur eine bestimmte Menge an Energie haben, die sie für verschiedenste Dinge einsetzen müssen. Für Wachstum, für die Ausbildung von Samen zur Fortpflanzung oder auch für die Ausbildung von Gift zur Abwehr. Sie können aber nicht alles gleichzeitig machen und es scheint so, als müssten sie Prioritäten setzen, die sich eben auch von Situation zu Situation ändern. Und wir wollen eben wissen, wie die Pflanzen diese Entscheidungen treffen, wann was für sie am besten oder am wichtigsten ist. Und wir wollen auch wissen, wann sie diese volatilen organischen Substanzen freisetzen und warum sie sie überhaupt produzieren. Hier ist eine Doktorandin aus unserem Team, die gerade Löcher in die Blätter stanzt, um herauszufinden, wie hart sie sind. Denn auch das ist ein Abwehrmechanismus von Pflanzen. Wenn sie sehr harte Blätter ausbilden, sind sie weniger anfällig gegenüber zum Beispiel Blattschneiderameisen. Um die Daten zu sammeln, müssen unsere Wissenschaftler teilweise hoch hinaus. Aber nicht unbedingt auf die Türme, sondern an den Bäumen entlang oder auf unseren Mini-Baumwipfelpfad. Dort können sie Blätter in verschiedenen Höhen sammeln von verschiedenen Pflanzenarten, um die dann später zu analysieren. Oder sie können auch direkt die Gasausstoßungen dieser Pflanzen dort direkt auf dem Baumwipfelpfad messen. Wir schauen uns aber auch biologische Prozesse genau an, wie zum Beispiel Blattwechsel und Photosynthese. Obwohl der Amazonas ein immergrüner Wald ist, kommt es durchaus vor, dass die Pflanzen ihre Blätter wechseln. Wir haben zwar keinen Herbst, in dem alle Blätter abgeworfen werden, und einen Winter, in dem die Bäume dann monatelang kahl sind, aber dennoch wechseln die Bäume tatsächlich relativ regelmäßig ihre Blätter. Und so kann es vorkommen, dass wir Bäume haben, die rote Blätter haben oder wie hier und hier auch mal ein paar Tage oder Wochen kahl sind. Oder wir haben gleichzeitig auch Bäume, die im frischen, satten Frühlingsgrün erstrahlen. Und gerade dieses Alter der Blätter ist unglaublich wichtig, haben wir herausgefunden. Denn ihr könnt hier sehen, dass das zwar nicht alle Bäume gleichzeitig machen, aber dass es schon eine Tendenz gibt. Und deswegen gibt es Zeiten im Jahr, in denen es sehr viele junge bzw. gerade erwachsene Blätter gibt und Zeiten im Jahr, in denen es sehr viele alte Blätter gibt. Und es ist nun so, dass die alten Blätter nicht so produktiv sind bei der Photosynthese wie die Erwachsenen. Und das heißt dann unterm Strich, dass der Wald als Ganzes zu bestimmten Zeiten im Jahr, wenn er sehr viele erwachsene Blätter hat, sehr viel produktiver in der Photosynthese ist und damit auch mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre bindet und zu anderen Zeiten im Jahr eben nicht so produktiv ist. Und zwischen all den Pflanzen dürfen wir aber auch die Rolle von Pilzen, Flechten, Moosen und Mikroorganismen nicht vergessen. Denn die gibt es tatsächlich auch in großer Zahl und sind von großer Bedeutung. Ein Masterstudent in unserem Projekt beschäftigt sich zum Beispiel mit den Pilzen, die wirklich, genauso wie die Flechten und die Moose, eigentlich auf jeder Oberfläche wachsen bei der hohen Luftfeuchtigkeit. Entlang der Bäume,
Entlang des Totholzes, aber teilweise sogar auf den Blättern. Und zum Beispiel haben wir herausgefunden, dass Moose, die am Waldboden wachsen, teilweise gar nicht so viel Wasser abbekommen, weil sie von den großen Bäumen überschattet werden und weil es gerade in der Trockenzeit eben auch nicht jeden Tag regnet. Und Moose sind aber auf Feuchtigkeit angewiesen. Wenn sie keine abbekommen, dann fallen sie in eine Art Trockenschlaf, vergleichbar mit dem Winterschlaf von Bären. Sobald es dann aber doch mal wieder regnet oder sie Tau abbekommen, erwachen sie und nehmen ihre Funktion wieder auf. Und damit komme ich jetzt zum letzten Punkt unserer Forschungsthemen, und zwar den Stoffkreisläufen. Es gibt unglaublich viele, so viele Stoffe wie es gibt, gibt es auch Kreisläufe. Aber ich möchte mich hier auf ein paar wenige wichtige konzentrieren und damit zuerst noch einmal explizit auf den Kohlenstoffkreislauf zurückkommen. Ich habe ja schon erwähnt, dass Pflanzen durch Photosynthese Kohlenstoff aufnehmen und es dann nutzen, um zum Beispiel Wurzeln auszubilden oder einen dickeren Stamm auszubilden. Teilweise geben sie es aber auch über die Wurzeln in den Boden ab, wo es dann von Mikroorganismen weiterverarbeitet wird. So kann der Kohlenstoff im Wald Jahre, Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende gespeichert werden und wird auf diese Art und Weise durch das ganze Ökosystem transportiert. Beim Wasserkreislauf ist es sehr ähnlich, nur dass es dort auf viel kürzeren Zeiträumen abläuft. Dazu habe ich euch aber jetzt mal ein Video mitgebracht, das das wunderschön illustriert. Es stammt von dem YouTube-Kanal It's Okay to be Smart von PBS und erklärt sehr schön, wie dieses System funktioniert. Das Video ist auf Englisch, aber ich habe die deutschen Untertitel eingeblendet, damit ihr mitlesen könnt. Hey smart people, Joe here. You can get a clear view of the Amazon basin on Google Earth, but you'd almost never get a clear view if you were actually in space. Compared to other parts of Earth, it's almost always obscured by clouds. And that's thanks to 400 billion geysers shooting water into the sky. Not geysers like those, trees. When pores on leaves open up during photosynthesis, plants also lose a lot of water. Like what happens when you suck on a straw. This evaporation pulls water from the roots to the tops of trees up to 60 meters off the ground. A large tree in the Amazon can release 1,000 liters of water into the atmosphere every day. Altogether, trees in the Amazon basin release 20 billion tons of water, or 20 trillion liters each day. It's enough to fill 8 million Olympic swimming pools, which I'm pretty sure you can't really picture, but it's true. Boiling that amount of water would require the energy from more than 30,000 hydroelectric power plants like China's Three Gorges Dam, the largest in the world. But trees, they do it all with the power of the sun. This living water pump creates a river in the sky above the Amazon, stretching from the ocean to the Andes, that moves even more water than the Amazon River itself. And the rain this sky river creates is the reason the world's largest rainforest even exists. Diesen Prozess nennt man auch die fliegenden Flüsse. Denn es handelt sich ja um einen Fluss, der nicht am Boden Richtung Atlantik fließt, sondern vom Atlantik in Richtung Anden in der Luft. Und tatsächlich sind diese fliegenden Flüsse dafür verantwortlich, dass der Regenwald, der Amazonas-Regenwald, überhaupt so groß ist, wie er ist. Denn die Anden sind unglaublich weit weg vom Wasser, vom Meer, das es mit Wasser versorgt. Und würde der Amazonas nicht selbst wieder Wasser verdunsten und es wieder weiter Richtung Anden transportieren, gäbe es dort kein Wasser. Der Regenwald macht also seinen eigenen Regen. Es braucht aber nicht nur Wasser, um Regen zu machen, sondern auch Keime. Wolkenkondensationskeime. Alle möglichen Dinge können als Wolkenkondensationskeime dienen. Zum Beispiel Pollen oder Pilzsporen. Oder eben auch die VOCs, von denen wir es vorhin schon hatten, also gasförmige Verbindungen. Aber wie gesagt, Pilzsporen können auch einer dieser Kondensationskeime für die Wolkenbildung sein. Das funktioniert dann etwa so, dass das die Luftfeuchtigkeit an diesen Sporen kondensiert und dann Regentropfen ausbildet. Wahrscheinlich habt ihr noch nie Pilzsporen wirklich gesehen. Und deswegen habe ich jetzt hier noch mal ein kleines Video mitgebracht. Das, was man da wabern sieht, sind tatsächlich Pilzsporen, die die Pilze da gerade abgeben und die vom Sonnenlicht angestrahlt werden. Ist auch kein Zeitraffer. Und damit komme ich jetzt auch schon zum Ende meines Vortrages.
Einer der großen Vorteile von einer Station wie Atto ist, dass dort wirklich sehr, sehr viele Menschen aus sehr vielen Fachrichtungen zusammenarbeiten. Und dass Atto eben auch die Möglichkeit bietet, dort so viele Dinge auf einmal an einem Ort zu messen. Und so ist es uns möglich, all diese Dinge zusammenzuführen und Rückschlüsse zu ziehen auf die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Komponenten. Denn ihr habt im Laufe des Vortrags sicherlich gemerkt, dass alles irgendwie zusammenhängt. Und nur wenn wir das alles an einem Ort untersuchen, können wir das gesamte Ökosystem mit all seinen Wechselwirkungen besser verstehen. Leider ist das jetzt ja kein Live-Vortrag, sodass ihr mir keine Fragen stellen könnt. Aber das könnt ihr natürlich trotzdem. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schicken, zu was auch immer, seien es wissenschaftliche Fragen, zur Karriere als Wissenschaftler oder auch zu meinem Beruf in der Wissenschaftskommunikation. Oder ihr könnt gerne auch mal auf unsere Webseite gucken oder auch auf den sozialen Medien. Atto ist zum Beispiel auch auf Instagram. Dort findet ihr noch viele weitere Fotos und Videos, die euch einen Einblick in unsere Forschung und in das Forscherleben geben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß noch mit dem Rest des MINT-Festivals.